Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Herr Professor Skouris, sehr geehrter Herr Staatssekretär und Beauftragter der Bundeskanzlerin Deutschland für die deutsch-griechische Versammlung, sehr geehrter Herr Gesandter der griechischen Botschaft, hochwürdigster Herr Archimandrit, sehr geehrter Herr Präsident der griechischen Kulturstiftung, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, Gäste und Freunde der Freien Universität Berlin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine ganz außerordentliche Freude, Sie heute zu einem besonderen Ereignis an der Freien Universität Berlin begrüßen zu können. Die Universität und ihr Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften eröffnen mit einer feierlichen Veranstaltung das Zentrum Modernes Griechenland, das der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Griechenland in Forschung und Lehre verpflichtet sein wird. Es verbindet dieses Ziel aus guten Gründen auch mit dem Anspruch, einen Beitrag zur europäischen Integration zu leisten. Angesichts der Ergebnisse der Europawahlen vom 25. Mai darf man sagen, das Zentrum ist eine Neugründung zum richtigen Zeitpunkt. Es dient dem Austausch über kulturelle Grenzen hinaus und damit der Idee eines gemeinsamen Europa, einer Idee, die in den vergangenen Jahren allzu oft unter dem Geröll politischer Kleingeistigkeit und Bürokratie begraben zu werden drohte. Es ist eine Neugründung, die hervorragend in das Profil der Freien Universität zu ihren Stärken und zu ihren Prioritäten passt. Zuallererst möchte ich an dieser Stelle die internationale Ausrichtung hervorheben, die das akademische Leben an unserer Universität von Anbeginn entscheidend geprägt hat. Ein umfassender Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden und dazu weltweite Kooperationen in Forschung wie in Lehre kennzeichneten den internationalen Charakter unserer Universität schon in der Gründungsphase. Was als Idee dieser Gründung begann, das ist nun über Jahrzehnte zu einem weltweiten Netzwerk von Partnerschaften gewachsen und hat sich als wesentlicher Bestandteil unserer akademischen Identität etabliert. Der Ausbau des internationalen Profils ist deshalb neben der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Förderung von Spitzenforschung eine von drei tragenden Säulen unseres Zukunftskonzepts, mit dem wir in beiden Phasen der Exzellenzinitiative 2007 und 2012 erfolgreich sein konnten. Mit Mitteln aus dieser Exzellenzinitiative konnten wir unsere weltweiten Verbindungsbüros etablieren. Büros in Brüssel, in Kairo, in Peking, in Moskau, New York, Neu-Delhi und in Sao Paulo, die in den jeweiligen Regionen dazu beitragen, dass wir unser internationales Netzwerk pflegen und erweitern können. Sie sehen, Europa ist auf der globalen Landkarte unserer Verbindungsbüros durch Brüssel und durch Moskau vertreten. Aber natürlich reduziert sich die europäische Zusammenarbeit der Freien Universität Berlin nicht auf diese Adresse. So beherbergt zum Beispiel der Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften seit vielen Jahren auch das Italienzentrum und das Frankreichzentrum, unter deren Dach die diese Region betreffende Forschung und Lehre innerhalb unserer Universität, in der Berliner Region und natürlich wiederum in Zusammenarbeit mit italienischen bzw. französischen Partnern gefördert wird. Darüber hinaus ist an der Freien Universität Berlin das Center for Area Studies hervorzuheben, in dem die in unterschiedlichen Forschungsverbünden aktive Geistes- und sozialwissenschaftliche Regionalkompetenz der Freien Universität gebündelt wird. Nicht zuletzt sind es die drei Zentralinstitute der Freien Universität, die dieses Profil ausbilden, bezogen auf die Regionen Nordamerika, Lateinamerika und Osteuropa. Das neue Zentrum Modernes Griechenland wird also Teil einer universitätsweiten, in vielfältigen Formen organisierten und ausgeprägten institutionellen Identität sein. Es ergänzt unsere je besondere wissenschaftliche Regionalkompetenz und unsere Expertise in den Area Studies. Hinzu kommt ein weiteres, nicht ganz selbstverständliches Merkmal, nämlich das historische Kontinuum bzw. die historische Tiefe der wissenschaftlichen Erforschung der griechischsprachigen Welt an der Freien Universität. Im Spektrum unserer Fächer
ist zusätzlich zur Beschäftigung mit der Antike auch das Fach Byzantinistik vertreten und dann natürlich die Professur für Neogräzistik, die für das Zentrum Modernes Griechenland mit ihrem Inhaber, Herrn Kollegen Pechlivanos, federführend verantwortlich ist. Dieses Kontinuum von der Antike bis in die Gegenwart ist sicherlich eine Besonderheit, die nur wenige Universitäten hierzulande, ja, ich möchte sagen in Europa, vorweisen können. Ich freue mich daher außerordentlich, dass es ab heute durch eine weitere Einrichtung, die ihren Schwerpunkt im Bereich des modernen Griechenlands seit dem 18. Jahrhundert hat, gestärkt ja ausgebaut wird. Dieses Kontinuum gewinnt also damit noch einmal eine neue Bedeutung. Meine Damen und Herren, das Mitteleuropa der Frühmoderne von der Renaissance bis zur Klassik hat Griechenland, um eine bekannte Formulierung aus Goethes Iphigenia aufzugreifen, mit der Seele gesucht. Objektivität der schönen Formen, gerundete Persönlichkeit, Balance von Herz und Geist, natürliches Empfinden, organische Denkweise, das alles waren die Attribute, die der europäische Klassizismus Griechenland so gern beigesellt hat. Fraglos handelte es sich dabei um idealisierende Bilder, eine Einsicht, die übrigens fast gleichzeitig mit der Entstehung dieser Bilder aufkam und nicht erst später. Idealisierende Bilder, die die attische Antike charakterisierten. Aber wie heute sind diese Bilder präsent in den Diskursen der Kunsttheorie und sei es auch nur als eine Art Negativhintergrund, von dem man sich abheben möchte. Zu den Aufgaben einer modernen Griechenlandforschung gehört es auch, die Wirklichkeit unter den Mythen freizulegen. Das ist eine grandiose Aufgabe, Arbeit für viele Forschergenerationen. An unserem neuen Zentrum wird sie mit den Methoden des 21. Jahrhunderts gestützt auf digitale Verfahrensweisen in Angriff genommen. Anlässlich der heutigen Eröffnung möchte ich im Namen der Freien Universität der Stavros Niarchos Stiftung sehr herzlich danken für die großzügige Unterstützung, die die Gründung des Zentrums erst ermöglicht hat. Ich habe es bereits eingangs angesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie gemeinsam mit der Freien Universität ein wichtiges Zeichen zum richtigen Zeitpunkt setzen. Herzlichen Dank dafür. Und ich denke, das ist ein Applaus wert. Meinen Dank möchte ich darüber hinaus an unseren heutigen Festredner, Herrn Professor Skouris, den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Union und, darüber freue ich mich ganz besonders, Alumnus der Freien Universität richten. Ich freue mich außerordentlich, sehr geehrter Professor Skouris, dass wir Sie für die heutige Veranstaltung gewinnen konnten und dass Sie heute für uns auf unseren Dahlemer Campus zurückkehren. Mein Dank gilt aber natürlich auch allen Gästen heute Abend, den zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, der Politik, aus kirchlichen und staatlichen Institutionen und aus dem Kulturleben. Seien Sie herzlich willkommen geheißen an der Freien Universität, dem Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften. Und Ihnen, lieber Herr Kollege Pechlivanos, gratuliere ich herzlich zur tatkräftig vorangetriebenen Gründung dieses neuen Zentrums, die Sie immer schon im Herzen hatten als Idee, seit Sie zu uns gekommen sind und hierher berufen worden sind. Jetzt an diesem Tag ist dieser Wunsch, ein solches Zentrum zu gründen, Wirklichkeit geworden. Wir freuen uns mit Ihnen, wir feiern das mit Ihnen. Ich wünsche all denjenigen, die in diesem Zentrum wirken, größten Erfolg für Ihre zukünftige Arbeit. Vielen Dank. The Free University of Berlin gives the CEMOG an inspiring home and a solid institutional ground at the same time. But it is the generous support of the Stavros Niarchos Foundation which gives CEMOG a solid economic basis. Mrs. Christina Lambropoulou is now with us as the representative of the foundation. She studied applied mathematics and operations research at the Harvard University and served for several years in the retail banking division of Citibank in Greece. Now she is the foundation's chief financial officer,
responsible for the oversight of all financial activities and reportings. Κύριε Λαυροπούλου, παρακαλώ. Thank you very much. Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Board of Directors of the Stavros Niarchos Foundation, I feel privileged to be here with you today to mark the inauguration of the Center for Modern Greece at Freie University. Some of you might already know that the Stavros Niarchos Foundation is one of the world's leading international philanthropic organizations, making grants in the area of education, arts and sciences, health, medicine and sports, as well as social welfare. Since 1996, when the Stavros Niarchos Foundation started its philanthropic activity, it has extended over 2,500 grants in 110 nations around the world. And though essentially international, the foundation has placed special emphasis on Greece and on supporting Greek-related projects abroad. As such, the promotion and strengthening of Hellenism has always been one of the foundation's key objectives. And towards this goal, it has extended a plethora of grants in order to establish or to enhance the operation of renowned university departments and centers that focus on the study of Hellenism. Among the most recent initiatives is a grant to Koç University in Istanbul in order to create and operate the Center for Late Antique and Byzantine Studies, the extended support to the University of Oxford in the Classical and Byzantine Studies, as well as our collaboration with Yale University and Simon Fraser University of Canada in order to establish and endow to perpetuity centers for Hellenic studies at both institutions. However, this is the first time that the foundation supports the establishment of a Center for Modern Greek Studies in the European continent, and we are very pleased and very excited to launch this initiative with Freie University. It is one of the most prominent universities in Germany and internationally. It represents the free world of knowledge. It's symbolically located in the heart of Germany. It has given success, and it has successfully operated the Center for Classical Studies so far. In addition, it's got substantial experience of running similar centers as the Center for Italy and the Center for France, which was mentioned before that. In addition to that, what we have seen with Freie University is that it has taken actions to make sure that the viability of the center is ensured for the future. And all of these have been very important factors for the foundation to decide to support not only the establishment of the center, but also its operation for the next 4 years. I, of course, need to mention the contribution of Professor Teklivanos, his personality, his professionalism, and his enthusiasm, who has made it all happen, and who makes us believe that the center, beyond and above its traditional role of teaching and research, will also assume a leading and coordinating role vis-a-vis similar centers in Europe and abroad, but will also link, assure the linkage with the departments of modern Greek studies of Greek universities and create this exchange of knowledge among them. We are very pleased that in addition to its core role, the center will undertake several significant initiatives. We believe that the center will be a platform in Germany for young scholars from Greece, Cyprus, and the Greek diaspora. It will also focus on the systematic mapping and documentation of the Greek-German relationships, which also is very important for us. And, of course, it has already created a portal for modern Greece in order to promote e-learning and e-teaching and also keep up with the digital age that we live in. Last but not least, it will revive the Romiosini Ferlag publications. All of these are significant developments which we believe that will strengthen the center's work and also increase its impact. We ourselves realize, especially now as a result of the socioeconomic crisis that has been affecting Greece for a long time, that education is a core pillar in order to support society and in order to bring solid foundations for the future. It is for this reason that the Stavros Niarchos Foundation does not only support relief, does not only provide relief grants in order to alleviate the negative effects of the crisis, but it also commits funds
towards addressing the serious problem of youth unemployment in Greece, seeking to create better employment prospects, new opportunities for the young, and build a brighter future for them. All these efforts undertaken by the foundation since 2012, and which total about 200 million euros, go above and beyond the regular grant-making activity of the foundation across the world. Last, we feel that our commitment to the future of Greece is best demonstrated by the development of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Athens. The cultural center is the foundation's single largest gift, and it will include the new facilities of the National Library of Greece, the Greek National Opera, and a park of 170,000 square meters. Our aspiration for the cultural center is to create a destination for educational, cultural, and social development and innovation. And we hope to have you all with us for the opening of the center and its delivery to the Greek state in 2016. Until then, however, we are very much, we expect that the Center for Modern Greece at FRI will be well on its way to achieving its ambitious targets for the promotion of modern Greece in Germany and in Europe. We wish FRI University the best of success. Thank you very much. Das Zentrum Modernes Griechenland ist eine Einrichtung des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften. Sehr geehrte Frau Dekanin, ich bitte Sie ans Podium. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, als Dekanin des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin begrüße auch ich Sie heute sehr herzlich zur feierlichen Eröffnung unseres Zentrums Modernes Griechenland. Ich danke der Stavros Niarchos Stiftung für die großzügige Unterstützung des Zentrums und ich danke auch meinem Kollegen Miltos Petlivanos, der mit Kompetenz, Professionalität und Beharrlichkeit die Idee verfolgt und realisiert hat, ein Zentrum einzurichten, welches den Kultur- und Wissenstransfer zwischen Griechenland und Deutschland insbesondere seit dem 18. Jahrhundert thematisiert. Das Dekanat des Fachbereichs hat dieses wichtige und vielversprechende Projekt von Beginn an nachdrücklich unterstützt. Und ich darf Ihnen, lieber Herr Kollege Petlivanos, versichern, dass wir das Zentrum Modernes Griechenland auch weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten hegen und pflegen werden. Meine Damen und Herren, der Präsident hat es schon erwähnt, der Zeitpunkt für die Einrichtung eines Zentrums Modernes Griechenland könnte besser, ich möchte präzisieren, dringlicher kaum sein. In einer Zeit, in der Europa in der öffentlichen Debatte dominant vor allem als Euroraum adressiert wird, in der Griechenland vor allem im Kontext der Schuldenkrise und der Notwendigkeit des Schuldenabbaus in den Ländern Europas genannt wird, gehört es, so meine ich, zu den gesellschaftlichen Aufgaben der Geistes- und Kulturwissenschaften, gegen die Einseitigkeit und Eindimensionalität dieser Debatten das Wort zu erheben und die Öffentlichkeit mit Informationen, Geschichten, Wissensbeständen und Erkenntnissen zu versorgen, die den Blick weiten, die Kenntnisse vertiefen und sowohl das bislang vermeintlich Selbstverständliche hinterfragen, als auch das bis dato Ignorierte, Übersehene, Vergessene ans Licht holen. Zu Recht haben wir Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen den Anspruch, zur Selbsterkenntnis von Gesellschaften wie Individuen beizutragen und durch die Erforschung kultureller Dynamiken und künstlerischer Erzeugnisse in Geschichte und Gegenwart Prozesse der Identitätsbildung, des zwischenmenschlichen Zusammenlebens wie auch des Kulturkontakts zu befördern und aufzuklären. Das Zentrum Modernes Griechenland wird, daran habe ich keinen Zweifel, einen Beitrag dazu leisten, aufzuzeigen, dass Europa mehr und anderes ist als der Euro. Wer sich mit der europäischen Kultur in Geschichte und Gegenwart, wer sich mit Austausch und Aushandlungsprozessen zwischen Griechenland und Deutschland, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch bezüglich von Ideen, Gedanken, Werten, Visionen von menschlichem Leben und gesellschaftlichem Zusammenleben auseinandersetzt, der kann, ja der muss getrost, und ich bitte hier die Anwesenden des Bundestags um Verständnis, der deutschen Bundeskanzlerin widersprechen,
die die Zukunft des Euro zur Zukunfts- und Schicksalsfrage Europas schlechthin macht. Nein, die Zukunft Europas hängt nicht, und sie hängt schon gar nicht allein am Euro. Europa, das sind vor allem eine gemeinsame Geschichte, das sind lebendige Prozesse und Praktiken des Zusammenlebens und des Austausches, auch der Konkurrenz, das sind Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse von kulturellen Werten, von Traditionen, Sprachen, regionalen Besonderheiten. Das ist ein Horizont historisch entwickelter Errungenschaften, ein Raum der Kontaktzonen, des Transfers und der Migration. Und zwar der Migration nicht nur von Menschen und Waren, sondern auch von Symbolen, Werten, Ideen, Praktiken. Und ich habe mit großer Freude von Frau Lampropoulou gehört, mit welchem Engagement die Stavros Niarchos Stiftung dieses Engagement verfolgen wird. Das Zentrum Modernes Griechenland wird im Kontext des europäischen Integrationsprozesses den Wissens- und Kulturtransfer zwischen Griechenland und Deutschland nicht nur erforschen, sondern zugleich aktiv vorantreiben und intensivieren. Der Aufbau eines engmaschigen Netzwerks konkreter Kontakte, direkter griechisch-deutscher wie europäischer Austausch- und Kooperationsbeziehungen scheint mir ein probates Mittel, nicht zuletzt gegen die jüngst bei der Europawahl zu erlebende Europamüdigkeit oder gar Europafeindlichkeit in weiten Teilen der europäischen Gesellschaften, die paradoxerweise ja nicht auf ein zu viel an wechselseitigem Wissen und Kennen, nicht auf ein zu viel an gemeinsamen Handeln zurückzuführen ist, sondern auf ein zu wenig. Ich wünsche dem Zentrum und allen an ihm Beteiligten ein gutes, ein erfolgreiches Gelingen für die so wichtigen Aufgaben. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch meine Bewunderung und meinen Stolz darüber artikulieren, dass ein gerechnet auf die Anzahl der Professuren relativ kleines Institut, wie das Institut für griechische und lateinische Philologie, in dieser Woche gleich die Eröffnung zweier Forschungszentren feiern kann. Wir haben zu Beginn dieser Woche das Aristotelismuszentrum eröffnet, welches Aristoteles und seine Rezeption von der griechischen Antike über die frühe Neuzeit bis in die Gegenwart erforscht. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Zentrum zu eröffnen, welches die griechisch-deutschen Kontaktzonen insbesondere in der Moderne und in der Gegenwart in den Blick nimmt. Die enorme Bandbreite, die Vielseitigkeit und das Spektrum an Themen und Gegenständen, welches das Institut für griechische und lateinische Philologie in Forschung und Lehre bearbeitet, kommt in diesen beiden Zentren mithin exemplarisch zum Ausdruck. Ich möchte nun ganz besonders herzlich den parlamentarischen Staatssekretär und Beauftragten der Bundeskanzlerin für die deutsch-griechische Versammlung, Herrn Hans-Joachim Fuchtel, begrüßen. Herr Fuchtel hat in kurzer Zeit ein Netzwerk der Verständigung und des partnerschaftlichen Austausches und Dialogs zwischen griechischen und deutschen Institutionen auf allen Ebenen aufgebaut. Und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Fuchtel, nun für Ihr Grußwort aufs Podium bitten. Dankeschön. Verehrte Festversammlung, Sie merken wahrscheinlich direkt, dass der hier stehende Staatssekretär kein Norddeutscher ist. Und deswegen sage ich das, weil wir im Süden auch etwas sparsamer sind mit Lob. Bei uns ist das schon ein großes Lob, wenn man nicht kritisiert. Meine Damen und Herren, das wollte ich eben vorab sagen. Und mich auch kurz halten, weil ich mich ja so am Schluss erst in das Programm eingefunden habe und Ihnen gerne vorschlage, dass ich mal komme hierher und einen Vortrag halte über die inhaltlichen Aspekte dieser Arbeit, für die es in Europa kein Lehrbuch gibt und wo doch Neuland betreten wurde in der Form, was man tun kann, wenn man die weißen Handschuhe abstreift und mal wieder sich auf eins besinnt, nämlich Europa an den Wurzeln zusammenzubinden. Europa an den Wurzeln zusammenbinden, meine Damen und Herren. Rom ist auch älter als Italien und die Städte der Antike sind das auch insgesamt. Und das ist eigentlich die tragende Idee dieses Netzwerkes. Und
als ich gehört habe, dass Sie diesen großen Schritt jetzt tun, da habe ich mich freigemacht, dass ich hier noch sein kann und dabei sein kann und vor allem den Festvortrag hier hören möchte. Für das deutsch-griechische Verhältnis kann in dieser Zeit nichts Wünschenswerteres geschehen, als dass Brücken mit Zukunftspotenzial gebaut werden. Und deswegen im Namen der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich wirklich freut, dass dies hier jetzt so entstanden ist, darf ich allen Brückenbauerinnen und Brückenbauern, die ja zahlreich sicher sind, ganz herzlich danken für das, was Sie hier auf den Weg bringen. Es ist ein nicht so unterschätzender Impuls im Geiste der Gemeinsamkeit Europas. Und eine Stärkung unserer gemeinsamen Wurzeln mit Ausrichtung auf die moderne, ja, das moderne Griechenland, das müssen wir stärker in den Fokus hier bringen. Und da haben Sie jetzt eine richtungsweisende Aufgabe übernommen. Und wir sind sehr froh, dass Sie das getan haben. Und wenn ein solcher Geist im wahrsten Sinne des Wortes Raum gewinnt, dann entfaltet er auch Wirkung. Davon sollte man sich einfach leiten lassen. Wenn ich so manche Aktivitäten begleite, die wir gemeinsam mit den Griechen auf Augenhöhe vorangebracht haben, ich habe mal angefangen in der griechischen Presse in brauner Uniform, dann war ich der Statthalter Merkels in Griechenland, dann wurde ich Otto der Dritte, nachdem ja Otto der Zweite Rehagles ist. Und dann begann es, dass man mir den Namen Fuchtelos anhängte. Mit der Folge, ja, nachdem das die Bundeskanzlerin auch mal im Bundestag gesagt hat, mein Ursprungsname da kaum mehr vorkommt, sondern Griechenland ist hier verkörpert eben in der Zusammenarbeit auch mit meiner Person. Ich möchte das aber nicht auf meine Person konzentrieren. Hier sitzt jemand in der ersten Reihe, der unglaublich viel getan hat, der ein Architekt ist dieser neuen Gedanken, der frühere Generalkonsul Höscher Obermeier, der damals, als noch niemand daran geglaubt hatte, dass man so etwas tun kann, damals diese Sache in die Hand genommen hat. Und es ist mir eine Freude, dass ich Sie heute hier sehen darf. Und ich möchte Ihnen auch in dieser großen Öffentlichkeit dafür danken. Ich habe gesagt, Wirkung, ja, Wirkung zugunsten beider Gesellschaften, Wirkung vor allem zugunsten der Jugend. Und wenn ich noch ein kleines Beispiel anführen darf aus so praktischen Dingen. Eines Tages kam ein Anruf, man möchte Hilfe für die Seenlandschaft in Nordgriechenland im Raum Kastoria. Sie seien hier schlichtweg nicht mehr für das normale Seendasein geeignet, übersäuert und so weiter. Wir haben das dann mit dem Bodensee zusammengespannt und hier diese Know-how-Partnerschaft gegründet. Und als dann unsere Leute vom Bodensee, die ihre Pfahlbauten und so weiter gewöhnt sind, hier nach Kastoria kamen, da haben die so große Augen bekommen, weil sie haben dort auch solche Pfahlbauten gesehen. Nur 1500 Jahre älter wie am Bodensee, was die ganze Mannschaft dann sehr schnell wieder im wahrsten Sinne des Wortes hier auf den Boden gebracht hat und erinnert hat, wo hier die kulturellen Werte zunächst entstanden sind. Meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit haben wir da sehr schöne Fortschritte gemacht, auch bei dem Projekt. Und deswegen möchte ich Sie herzlich einladen, teilzuwerden dieses großen Netzwerks, dieser großen Versammlung von vielen, vielen Organisationen und Menschen. Wir haben allein über 220
Bürgermeister und Landräte alle in ehrenamtlicher Form in den letzten anderthalb Jahren zu einem längeren Einsatz in Griechenland im Rahmen von Know-how-Partnerschaften gehabt. Da sieht man, was möglich ist, wenn die Menschen in Europa wollen. Und deswegen wäre ich sehr erfreut, wenn Sie sich auch zur aktiven Teilnahme entschließen würden. Und für die Griechen hier im Raum sage ich ganz einfach hier, Masi Borume, Masi Borume. Gemeinsam werden wir es schaffen. Ich danke Ihnen für die Geduld. Das CEMOC intensiviert und erweitert die Forschung und Lehre im Institut für griechische und lateinische Philologie. Ich bitte ans Podium den Fachvertreter der Neogräzistik und geschäftsführenden Direktor des Instituts, Professor Miltos Pechlivanos. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Niki, lieber Hans Eidenayer, liebe Studierende. In meiner doppelten Funktion als geschäftsführender Direktor des Instituts für griechische und lateinische Philologie und als federführender des Zentrum Modernes Griechenland freue ich mich außerordentlich, Sie zur feierlichen Eröffnung des Zentrums so zahlreich begrüßen zu dürfen. Unser herzlichster Dank gilt der Stavros Niarchos Stiftung, dank deren generöse Unterstützung das CEMOC ermöglicht wurde. Es ist uns eine Ehre, dass die weltweit agierende Stavros Niarchos Stiftung, die zurzeit in Griechenland besonders aktiv ist und sich der gesellschaftlichen Verantwortung mit Engagement stellt, uns vertraut hat und ein groß angelegtes Projekt zugunsten der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Griechenland in Forschung und Lehre fördert. Unser herzlichster Dank gilt auch dem Präsidium der Freien Universität und dem Dekanat des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften. Unser Vorhaben wurde von Anfang an mit uneingeschränkter Begeisterung und praktischer Unterstützungsbereitschaft aufgenommen. Allein das Engagement etlicher Abteilungen und Stabstellen der Universitätsverwaltung während der letzten Monate hat das Zentrum und die heutige Eröffnung möglich gemacht. Es ist ein Privileg, an einer exzellenten Hochschule lehren und forschen zu dürfen, für die die internationale Ausrichtung ein Leitbegriff ist und die Untermauerung der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, der großen wie auch der kleineren Sprachen und Philologien, ein Dauerauftrag. Als Vertreter eines kleineren Fachs, der neugriechischen Literatur- und Kulturwissenschaft, empfinde ich die Gründung des Zentrum Modernes Griechenland als eine einmalige Chance für die Sichtbarkeit der Neogräzistik in der akademischen Landschaft, wie auch in der breiteren deutschsprachigen Öffentlichkeit. Die griechenlandbezogene Forschung wird mit den Aktivitäten des Zentrums gestärkt und internationalisiert und der deutsch-griechische Wissens- und Kulturtransfer durch Netzwerke von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Autorinnen und Autoren intensiviert. Ein Blick auf unsere Vorschau für das ausgehende Sommersemester 2014 kann hoffentlich diesen Optimismus bestätigen und zugleich das Interessenspektrum des Zentrums andeuten. Geplant sind eine Podiumsdiskussion zu einem erinnerungswürdigen Moment der jüngsten bilateralen Beziehungen, gemeinsamer Widerstand, die Obristendiktatur in Griechenland und die deutsche Öffentlichkeit. Ein Workshop zum Werk des meines Erachtens wichtigsten zeitgenössischen griechischen Autors, Thanasis Valtinos, der, mit Adorno gesprochen, an der antiorganischen Praxis der Montage arbeitet, um das Entfremdete, Heterogene im Abbild ästhetisch zu erretten. Und eine wichtige Kooperation mit dem Zentrum für Antisemitismus an der TU Berlin
und dem Nationalen Zentrum für Sozialforschung in Athen die erste internationale Konferenz zum Thema Antisemitismus in Griechenland. In den nächsten Jahren und parallel zu den jeweiligen Projekten wird im Rahmen des Zentrums eine innovative Wissensbasis zur Geschichte des Transfers zwischen den deutschen und griechischen Kulturräumen seit dem 18. Jahrhundert entwickelt, deren erfolgreiche Umsetzung von der jahrelangen Erfahrung des Center für digitale Systeme der Freien Universität und des Kollegen Professor Nikos Apostolopoulos profitieren wird. In Kombination mit Instrumenten der Nachwuchsförderung lässt sich somit ein Aufschwung für ein heutzutage sehr brisantes Forschungsfeld erhoffen, das in der Geschichte der bilateralen Akteure und Aktionsbereiche des Transfers die Spuren der geglückten und missglückten Vermittlungsarbeit zwischen den Kulturräumen aufzudecken vermag. Unser dritter Schwerpunkt gilt dem Text und seiner Übersetzbarkeit, nämlich der Förderung und Publikation griechischer, belletristischer und wissenschaftlicher Literatur in deutscher Sprache. Die Edition Romiosini, Zentrum Modernes Griechenland, darf den Stab vom Kölner Romiosini Verlag übernehmen und sich in die Tradition einschreiben, die Niki und Hans Eideneier seit 1982 pflegen, als sie mit viel Mut einen Verlag für zeitgenössische griechische Literatur gründeten. Ich zitiere Michael Krüger, der es so auf den Punkt gebracht hat. Niki Eideneier gehört zu der aussterbenden Gattung der bewundernswürdigen Enthusiasten, die ihre Lebenszeit, ihr Geld und ihre Nerven dafür opfern, dass sich die Nationen Europas etwas besser verstehen. Zu den größten Geheimnissen ihrer Existenz gehört ihr Lachen, das von allen Dingen dann besonders schön klingt, wenn gerade wieder eine verlegerische Katastrophe eingetreten ist. Zitat Ende. Herzlichen Dank, Niki und Hans, für das Vertrauen, für den infizierenden Enthusiasmus und das symbolische Kapital, das Sie uns heute übergeben. Ich unterbreche ganz kurz mein Grußwort, damit Sie, Frau Eideneier, ein paar Worte persönlich zu uns richten. Liebe Freunde, in den 32 Jahren meiner Tätigkeit als Gründerin und Betreiberin des Verlags Romiosini habe ich etwa 180 griechische literarische oder sachbezogene Bücher und auch in einer wissenschaftlichen Reihe, zum Teil von mir selbst oder von meinem Mann und auch in Zusammenarbeit mit einem sehr qualifizierten Team übersetzt und herausgegeben. Ich freue mich hier auch einige gute Übersetzer aus unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ich freue mich aufrichtig, dass die von mir begonnene Arbeit fortgesetzt und erweitert wird in der neuen Edition Romiosini. Mein Mann und ich wünschen dem Zentrum Modernes Griechenland und der Edition Romiosini-Team viel Glück und Erfolg. Mein aus Pontos stammender Vater sagte oft, «Η Romania keine Perasen, Anthi και Ferkal». Auf Romiosini von mir übertragen heißt es, auch wenn Romiosini verwelkt zu sein scheint, sie wird wieder blühen und Früchte tragen. Vielen Dank. Trotz der emotionsbeladenen Stimmung erlauben Sie mir ein paar nüchterne Worte. Von einem wissenschaftsgeschichtlichen bzw. wissenschaftspolitischen Standpunkt, den ich teilen würde, erscheint die Gründung des Zentrum Modernes Griechenland quasi wie ein Anachronismus. Und in diesem Sinne wäre das Zentrum erfolgreich, wenn es sich mittelfristig obsolet machen könnte. Der akademische Diskurs
knüpft sich heutzutage mit überzeugender Programmatik an die Fragestellungen der postnationalen Konstellation, der globalen Verflechtungen und der Transkulturalität an. Vor diesem Horizont eine Institution zu konzipieren, die sich um bilaterale Übersetzbarkeit kümmert, bedürfte zweifelsohne einer apologetischen Erklärung. Hätten wir nicht alle in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, von der ebenfalls anachronistischen Hartnäckigkeit etlicher bilateraler Vorurteile und Stereotypen. Die Arbeit an dieser Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Zugleich eine Arbeit an der mangelhaften historischen Aufarbeitung und zivilgesellschaftlichen Aushandlung der dunklen Seiten der gemeinsamen Vergangenheit seit dem Zweiten Weltkrieg gehört zu den Prioritäten auf der Agenda des Zentrum Modernes Griechenland an der Freien Universität. Will man stereotypische Fremdbilder hinterfragen, um aus der Not des Anachronismus eine kritische Tugend zu machen, bedarf es zugleich der Dekonstruktion der stereotypischen Selbstwahrnehmung. Eine Arbeit an der Historisierung der Konstruktionen und erfundenen Traditionen der eigenen Kulturgeschichte, beziehungsweise an der in jeder Identität innewohnenden und verdrängten Differenz. So etwas kann man auch spielerisch und selbstironisch machen, wie die Bildersprache in unserem Flyer zeigt. Es geht natürlich nicht um den gefährlichen Höhenflug eines Ikarus der antiken Mythologie, sondern um den Karagöz des türkischen Schattenspiels, der sich als Karagiosis beim griechischen Schattentheater eingebürgert hat und hier die Modernisierungsschübe des 20. Jahrhunderts erprobt. Die Romnosini ist Romnosini, weil sie nicht Hellas ist bzw. sein wollte, da die Hellenen bloß die Heiden gewesen waren und diejenigen, die wir heute Byzantiner nennen, Römer sich nannten und später in der postbyzantinischen osmanischen Zeit Romäer, Romni, markiert das signifikant Romnosini im ausgehenden 19. Jahrhundert die Differenz eines Kulturprogramms, das auf die Grekomanie des europäischen Philhellenismus und auf den neoklassizistischen Archaismus seit der Gründung des modernen griechischen Staates verzichten will, um sich in der gesprochenen Sprache im nationalen Geist im Sinne Herders neu zu inszenieren. Und last but not least, die Portara, wie heute der Name lautet, das marmorne Tor in den Tempel auf der Halbinsel Iria vor dem Hafen der ägäischen Insel Naxos. Diese antike Ruine hier vor einer in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts quasi vormodernen Landschaft schien uns aus mehreren Gründen passend auch als Emblem auf der Webseite der Berliner Neogräzistik. Wir sind ja in Preußen, wo man das Land der Griechen mit der Seele suchen wollte. Was man aber seit dem Philhellenismus bis zu den Zeiten des modernen Massentourismus tatsächlich betrat, war oft ein marginales Land, welches als Projektionsfläche einer erträumten Nation diente und zugleich für Desillusionierungen sorgte. Es ist nicht immer einfach gewesen, Hellas und Griechenland verbinden und unterscheiden zu können. Was uns an der Portara noch sehr fasziniert, ist, dass sie ein marmornes Luftschloss gewesen ist. Sie zeugt von einem in der Antike unvollendeten Projekt, das wegen einer Wirtschaftskrise auf der Insel Naxos aufgegeben werden musste. Unter den Vorzeichen der jüngsten Finanzkrise und deren sozialen und politischen Konsequenzen ist die Portara zweifellos ein passendes, selbstironisches Emblem für die Neogräzistik und ein indirekter Beweis
für die Kontinuität der griechischen Kultur. Erlauben Sie mir abschließend, wieder konstruktiv zu werden. Die Überwindung des bilateralen Anachronismus setzt in letzter Instanz die supranationale Integration voraus. In Zeiten des Euroskeptizismus und des Vertrauensverlustes der Bürgerinnen und Bürger sollte man meines Erachtens mehr tun als Europa beschwören. Es ist auch deswegen eine große Ehre, dass der Präsident des Europäischen Gerichtshofes, Professor Dr. Vassilios Kouris, nach einem kurzen musikalischen Intermezzo den Festvortrag zur feierlichen Eröffnung des Zentrum Modernes Griechenland halten wird. Zugleich die erste Vorlesung in der Reihe der alljährlichen Lectures des Zentrums. Nota bene, der Europäische Gerichtshof, der 2012 sein 60-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist laut einer Eurobarometer-Umfrage die EU-Institution, die die europäischen Bürgerinnen und Bürger am meisten vertrauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.